Ja, wir reden die ganze Zeit über sämtliche Scheiße und ich stelle dann fest, dass das Mikrofon einfach mal keinen Strom hat. Easy. Geht ja gar nicht anders. Geht ja gar nicht anders. Brauchen wir nicht. Nöpf. Was ist Strom? Überbewertet. Komplett überbewertet. Oh, das ärgert mich gerade echt die Pest, ne? Oh. Passiert. Jo. Also wichtig waren die Sachen jetzt auch nicht. Also, schwamm drüber. Na, bist du okay? Meine Stirn! Aua! Lesen wir das jetzt eigentlich vor oder lassen wir das? Ah, wir lesen das im Großen und Ganzen für uns. Weil sonst brauchen wir ja ewig. Wer langsam liest, hat selber Schuld, was? so in etwa. So, jetzt sind wir wieder beim alltäglichen Namen. Wie nennen wir dich? Kartoffelsalat.
glaube, da reichen die Felder leider nicht aus. Ja, dann Also letztes Mal hatten wir ihn ja Squall genannt. Nein, ja, hatten wir nicht. Nee. Richard hatten wir ihn genannt. Wie komme ich jetzt auf Squall? Ja, weil eigentlich so heißt. Wie heißt du hier? Hier heiße ich Stämmchen. Wow. Und normalerweise heiße ich ja Ilashari. Komplette Gönnung. Mit AI. Stamm. Easy. Gönnt man sich. Hätten ihn aber auch Fox nennen können oder irgendwie sowas. Stamm ist komplette Gönnung, so muss es ja aussehen. Der gute alte Kiffer. Ja. Der hört auf keinen. Bloß nicht mit ihm einlassen. Richtiger Faggot. Natürlich kann der Stamm nicht laufen. Darf mich nicht übernehmen. Mein Ausbilder ist deine Mom. Christus. Da wird jetzt richtig Bescheid gegeben, Alter. Mhm. Wisst ihr, jemand, den du abholen kannst? Ja, ja, seine Verletzungen sind lebensbedrohlich. Ihm kann man nicht mehr helfen. Natürlich nicht. Wie denn auch? Ich hab das halbe Hirn rausgeschnitten. Er hat den Emo. Den Emo. Endlich sieht sie den Stamm wieder. Aber ich glaube, das wird doch ziemlich lustig. Die hat auch Bock. Ja, im Bett liegt er ja schon. Oh. Das ist ihre Chance, er kann sich nicht wehren. Nee. Vor allem kann er sich danach bestimmt nicht mehr dran erinnern. Na, so weiß ich nicht. Wenn das halbe Hirn fehlt. Wer weiß, wenn, ob das. Wenn das denn fehlt. Wenn überhaupt eins vorhanden ist. Auch eine gute Frage. Na, gibt es was, was es dich bedrückt? Nee. Nicht wirklich. Sie nee. Freut sich bloß. Ich bin nur gehässig. Mein Lieblingsschüler. Mhm. Sei artig, lieber Padawan. Zähl mir mehr von dir. Ich habe zum Beispiel eine Bewegungsstörung. Das geht dich nichts an, ob ich eine Bewegungsstörung habe. Die obligatorische Bewegungsstörung. Gut, diese Filmsequenz finde ich ziemlich cool. Weißt du, dieses, ich sag jetzt mal, noch schlechte Grafik und dann so. Und dann zack, so ins Schlechte, ne? Nee. Nein. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Nee. Lügen darf man nicht sagen. Nee. Du Lügnatz. Lügnatz. Ja. Richtiger Lügnatz. Oh nein, jetzt kommt gleich das Beste an dem ganzen Spiel. Das Beste? Ja. Guten Morgen. Mahlzeit. Der heutige Plan. Die Saatprüfung. Ja. Ausreichend vorbereiten. Um 16 Uhr. Ja, Michi, haben noch eine Dreiviertelstunde, ne? Unterricht im Real Life sollte man auch so skippen können. Ach ja, bitte. Der Kiffer. Beim Training darf er niemanden verletzen. Ich habe niemanden verletzt. Mano! Ich habe ihn nur hart angenommen. Ganz genau.
muss dich etwas fragen. Der Stamm, komm, ist ein Interview. Müssen wir das nicht gleich erst machen? So rein theoretisch? Ja, theoretisch muss man es überhaupt nicht machen, aber keine Lust. Aber ich finde das cool, dass man die Option trotzdem hat. Keine Lust zu sagen. Wissenswertes. Nachrichtenbrett. Schwarzes Brett. Ich weiß nicht, was du wolltest. Wir GFs wollen. Reden das. Autonome Energiekörper. Oh, okay. Ich glaube, das sind einfach nur Informationen über die Viecher. Ja, ich glaube auch. GGFs kriegen wir doch nachher erst, wenn wir so Richtung Ifrit gehen. Ich meine, die kriegt man sofort. Ey. Ja. Das reicht. Genug Input für heute. Das reicht. Wir machen Feierabend. Hefeteig? Alles klar, gönnt man sich. Hefeteig? Willst du Brot backen? Ja, hoffentlich. Der Hippie-Wookie-Style. Man kennt ihn. Mahlzeit. Was bin ich hier schon wieder eingelaufen? Von denen sind die ganzen Checker. Easy. Ab in die Feuergrotte mit ihm. Oh. Ich wollte ja heute früh. Wollte, ne? Feuergott ist ein schönes Synonym für Gulag, was? Was? Hey! Sie wird auf dich warten. Ja, hoffentlich. Oh, der Schulrechner ist an meinem Platz. Der was? Der Schulrechner. Ich habe Schulrechner verstanden. Deswegen der Schulrechner, der Spulrechner, alles in Ordnung. Alles das Gleiche. So ein bisschen. Wie war das nochmal? Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo ich mein Geld mehr bekomme. Gehen wir ins Tutorial. Das muss es sein. Wunderschöner Stamm. Bisher folgende GF. Ketzer, Quaddle und Shiva. Stamm ist richtiger GF-Main. Na, wollen wir die so belassen? Nee. Nee. Na, du hast die Ehre, die Namen zu benennen. Habe ich das? Mhm. Ja, keine Ahnung. Vulgäre Namen sind ausgenommen, ne? Vulgäre Namen. Mhm. Ich weiß genau, was ich meine. Nee. Ja. Nee. Und ob du das weißt? Weiß ich nicht. Vulgär, was ist das? Wie wär's mit Hefeteig? Wenn man das zu oft benutzt, geht's auch auf. Jetzt nennst du den tatsächlich Hefeteig? Komplette Gönnung. Ich glaub's nicht, ey. Und die nennst du dann Frostbeule oder was? Frostbeule. Nee, weiß nicht, vielleicht kommt da ja noch ein anderer, ein schöner Name, ne? LOL lass ich jetzt mal nicht durchgehen. Nee. Hefeteig. Jetzt haben wir einen Donnergott namens Hefeteig. Komplette Gönnung. Schnitzel. Schnitzel ist gut. Klingt gut. So tief gefroren. Obwohl Schnitzel zu Ifrit bestimmt auch gepasst würde. Schreiben wir in Caps Lock. Schnitzel! Oh Gott, mein Ohr, mein Trommelfell. Ey, das passt. Ja, nice! Ja, fein hast du das gemacht. Richtig schöne Schnitzel. Das ist aber ein fettes Schnitzel. Ja, genau. Das ist tiefgefroren. Oh nee, nein, auch nicht nochmal. Was? Es reicht.
Das Schulfestkomitee hast du nicht gefragt. Nee, hab ich auch nicht. Brauchen wir noch nicht. Die haben gar kein Mitspracherecht. Was? Diskriminierung! Diskriminierung von Minderheiten. Ja. Oh mein Geier macht auch Party. Der macht richtig Party. Ja. In Anführungsstrichen immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Das ist genauso, wenn ich ein Let's Read machen möchte. Alles fertig gemacht, setz mich hin, will loslegen, kommt da angeflogen und macht das mal voll Randale. Auwi. Was, geh shoppen? Ach nee. Sie hat es eilig. Ist das nicht Yuffie oder so? Nein, ich komme jetzt auf Yuffie. Falsches Spiel. Ab in die Eingangshalle. Ja. Wir haben unseren ersten Fan hier. Bing. Fahrstuhl. Stuhlfahr. Bin mal gespannt, was für eine Benotung wir nachher bekommen. 1 plus mit Sternchen. Im Traum. Da ist der Weiser des Weges. Aber ich glaube, wir haben das tatsächlich mal fast geschafft. Ne? Irgendwas hatten wir nicht richtig gemacht oder so. Und dann hatten wir, glaube ich, eine 2 statt perfekt oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Okay. Ja, wir wissen ganz, ganz genau, ganz genau. Ja, easy. Ja. Der Wespe. Ja, die Hotdogs, die sind wichtig. Ja, das habe ich auch verstanden. Parkplatz. Mission, ja. Für die Leute, die Auto fahren können. Das Haupttor, richtig, ganz das genau. Das Haupttor ist der Fluchtweg, so. Psst. Ja, weg. Würde ich jetzt gerne benutzen. Schulfest braucht kein Schwein. Lazarett. Den Leuten kann man auch nicht mehr helfen. Im Osten, ja genau, ab in den Osten. Oh, Übungshalle, da sind nur Leute am Sterben. Bevor wir in den Osten gehen, müssen wir Österreich annektieren. Oh. Bücherei sind für Diktator Leute, die sind was? Diktator sind. An der Saatprüfung nehmen wir teil. Ja. Ist ja gut. Entspann dich. Danke. Danke, dass wir den Speicherpunkt haben. Ich glaube, das ist nachher unser liebster Freund. Stamm. Easy. Juhu! Noch ein Platz frei. Ja, passiert. Passt schon. Du stehst gegen eine Wand. Du musst. Steh ich gar nicht. Ganz außen. Nein, ich will da vorne durch. Ja, dann tu, was du nicht lassen kannst, Mann. Du orientierungsloses Schnitzel, ey. Das interessiert den Keks. Easy. Fresse, wo rennst du denn hin? Irgendwo in die Valla Pampa. Ab in den Süden. Ja, zum Ziehen. Oh, niemand kann ziehen. Habt ihr das nicht aufgefüllt, ihr Schweine? Wie soll ich denn jetzt dieses Spiel überleben? Wie soll ich dich überleben? Wir sind stark, weil wir die Hilfe der
fällt mir nichts Lustiges für GF ein. Ach ja, bitte. Bitte erklär mir, wie man koppelt. Ja, und bitte drücke nicht, habe ich nicht verstanden und so. Doch. Muss man sich mindestens zweimal gönnen. Nein! Bitte nicht! Das muss echt nicht sein. Nicht? Nee. Glaube ich nicht. Nee. Das ist eine Lüge. Hefeteig. Schnitzel! Schnitzel! Wieso heißt Ifrit Ifrit? Das ist langweilig. Da müssen wir nachher Bratwurst nennen oder was? Weil Ifrit genau wie sagt, deswegen. Magst du Bratwurst? Ja, ich mag Bratwurst. Am besten mit Curry oder sowas. Curry? Ja, so mit Pommes und so. Weißt du, der ne? Typische Klassiker der Deutschen, so. Ne? Es sei denn, es ist nachher irgendwie...